Hallo und herzlich willkommen auf dem Dachboden. Wir machen jetzt endlich, ich habe ihn ja schon angekündigt, den großen Waldjahresrückblick für 2020. Das Studio hier in Anführungszeichen, das ist noch neu. Ich bitte da ein wenig um Entschuldigung. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie ich das alles mit der Beleuchtung und so weiter und so fort. Das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, der Ton ist wenigstens in Ordnung. Man erkennt mich einigermaßen. Und ich werde euch noch das ein oder andere in dieser Reihe hier einblenden. Warum Reihe? Der Waldjahresrückblick war doch bisher immer ein Einzelvideo. Ich habe den jetzt 18 gemacht, also für 18, dann einmal für 19, jetzt dann für 20, aber ich wollte es nochmal ein bisschen ausführlicher machen und wirklich detailliert mich mit der Thematik auseinandersetzen, weil es immer dramatischer wird. Das ist leider so und dementsprechend das Thema immer wichtiger und man immer mehr ein bisschen in die Details gucken muss, wie sich das Ganze denn entwickelt hat und daher, damit ihr das auch verdauen könnt, lieber ein paar Einzelvideos in vertragbaren Häppchen. Ja, das wäre so der Plan. So, und in diesem Teil eben jetzt erstmal so ein paar grundlegende Dinge, dann eine kurze zusammenfassende Reise durch Gesamtdeutschland und dann werden wir uns die einzelnen Großräume noch mal ein bisschen genauer angucken und ich sage jetzt absichtlich Großräume und nicht Bundesländer, weil ein extra Video für Berlin innerhalb von Brandenburg macht keinen Sinn. Auch Bremen oder Hamburg gesondert vom Rest von Niedersachsen. Jetzt nichts gegen Bremer und Hamburger, ja, aber großraumtechnisch habt ihr nun mal nicht unbedingt zwingend ein vollkommen anderes Klima als jenseits eurer politischen Grenzen, weil es sind halt nur politische Grenzen. Oder Bundesländer, die so wenig Wald haben, dass man dazu keine vernünftigen Daten zustande bekommt und damit wäre Schleswig-Holstein betroffen. Und so eine Sondersituation zwischen zwei Meeren, in Anführungszeichen, dass das auch alles nicht so sonderlich repräsentativ ist. Deswegen, wie die Jahre davor, würde ich Schleswig-Holstein ein bisschen ausklammern wollen. Dazu mache ich dann irgendwann versprochen auch mal ein eigenes Video und ich habe letztes Jahr auch versprochen, dieses Jahr kommt Bayern dran. Deswegen wird Bayern auch jetzt brav mit Erwähnung für finden. Wir machen also jetzt die Tour, also gleich grob und später dann ausführlich, von Bayern nach Baden-Württemberg, nach Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen. Ja, wir klammern das Saarland aus, weil ich ein ganz böser Mensch bin. Nein, nicht, weil das Saarland nicht wunderbar wäre. Das ist toll, schöne Ecke, ganz super. Aber es ist halt vom Großraum, von den Waldschäden her nicht viel anders als Rheinland-Pfalz, dass da halt eben drumrum liegt und damit möge man mir das hoffentlich verzeihen. Dann gehen wir nach Niedersachsen, rüber nach Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, gucken uns noch Sachsen an und machen noch einen kleinen Abstecher nach Thüringen und das soll es dann auch entsprechend gewesen sein. Bundesländer, die hier jetzt nicht genannt wurden, werde ich halt nur am Rande damit streifen, dass sie in der Nähe liegen und dann ähnliche Verhältnisse zumindest dort herrschen sollten. Es ist wirklich viel Arbeit und drum ist, glaube ich, jeder Großraum und jeder, der irgendwo wohnt, müsste in den meisten Fällen vertreten sein. Ja, bis auf so ein paar kleine Sonderausnahmen, aber dann müsst ihr halt selber in den Wald gehen und gucken, wie es da ausschaut. Gut, ja, also das wäre so grob der Fahrplan. Legen wir los. Erstens mit einem Blick auf den Dürremonitor. Das ist dahingehend interessant, den habe ich schon häufiger in verschiedenen Videos herangezogen, besagten Dürremonitor vom UFZ, also vom Umweltforschungszentrum des Helmholtz-Instituts, wenn ich das richtig, ja, genau, im Kopf habe, so heißen die. Und da gibt es eben diesen UFZ-Dürremonitor und da können wir sehen, wie der aktuelle Stand der Dürresituation in Deutschland ist. Und wir sehen hier jetzt, also das blende ich euch an dieser Stelle ein, drei Karten der Bundesrepublik. Rechts die blaue heißt, ja, offensichtlich ist es irgendwo ein Wasser vorhanden. Ja, die mittlere heißt, es gibt immer noch ein paar Flecken, da herrscht ordentlich Dürre. Und die linke Karte heißt, es gibt immer noch deutschlandweit kaum Flecken, wo gar keine Dürre im Gesamtboden herrschen würde. Im Detail ist das deswegen interessant, weil in den meisten Ecken von Deutschland es in letzter Zeit quasi nur geregnet hat, gefühlt. Also es gibt viele Ecken mit ganz viel Niederschlag und
ob bei uns, ich würde jetzt behaupten, es muss alles total nass sein. Aber wenn wir uns den Oberrheingraben mal angucken, also Baden-Württembergs Grenze mit Frankreich, ne, unten links in der Karte, dann sehen wir da einen dunkelroten Streifen den kompletten Rheingraben entlang und stellen fest, dass eine außergewöhnliche Dürre, auch wenn in letzter Zeit dauernd nur geregnet hat. Ja, die Böden sind derart tiefen ausgetrocknet, dass selbst das bisschen, selbst das viele, vergleichsweise viele und sich viel anfühlende Regenereignis der letzten Wochen daran nichts geändert hat. Da ist nach wie vor massiver Wassermangel festzustellen und eine Dürre, wie sie vermutlich noch nie oder so gut wie nie da gewesen ist. Ja? Und also es gibt noch keinerlei Grund, sich da jetzt zu beruhigen und sich wieder zu erholen. Aber wenn wir auf die mittlere der drei entsprechenden Karten gucken, dann stellen wir fest, okay, im Oberboden bis 25 cm Bodentiefe sieht die Situation verglichen mit dem Gesamtboden doch erheblich besser aus. Und wenn man jetzt sich klar macht, welchen Richtung Wasser normalerweise bevorzugt, um sich fortzubewegen, nämlich von oben nach unten, dann ist klar, dass wenn der Oberboden besser aussieht als der Unterboden, gleichzeitig wir rechts sehen können, dass die Böden im Regelfall bis auf da in Zentraldeutschland so ein bisschen eine Ecke, wo man sehen kann, dass es da noch nicht relativ trocken immer noch ist. Ja, bis auf eben diese Ecke ist es überall relativ feucht. Das heißt, es findet derzeit definitiv eine Befeuchtung unserer Böden statt. Auch der Gesamtboden wird nach und nach feuchter. Wenn ich das jetzt zum Beispiel so erzähle, ihr werdet eine aktuellere Form vom Dürremonitor, also ein aktuelleres Bild sehen als ich, wenn ich das hier jetzt aufnehme. Da gehen wahrscheinlich noch ein, zwei Tage ins Land, bis ich das dann hochlade mit dem entsprechenden Bildmaterial. Und dementsprechend nicht wundern, wenn es da auch noch mal einen Hauch besser aussieht, dass das vielleicht bei mir jetzt geklungen hat, aber das dürfte ein paar Tage eigentlich keinen großen Unterschied bewirken. Ja? Aber das heißt zumindest mal, der Trend ist positiv, es wird nasser, es wird besser. Die Frage ist nur, wie lange hält dieser jetzt regenerierende Winter an? Wie viel Zeit ist noch vorhanden, um eben Wasservorräte aufzufüllen? Das passiert jetzt deswegen so ausgeprägt, weil, was ist im Winter? Naja, jedenfalls kein besonderes Baumwachstum im Regelfall. Ein kleines bisschen ist möglich. Ja? Und auch keine besondere Wasserverdunstung durch Bäume. Warum nicht? Naja, Laubbäume können gar nicht, die haben kein Laub. Und Nadelbäume, die könnten zwar ein bisschen, bräuchten dafür aber immer noch Licht, und da die Tage im Winter nun mal kurz sind, ist die Zeit, in der Photosynthese möglich ist, relativ kurz, und wenn Schnee liegt, geht's auch nicht, und wenn die dicke Wolke oben drüber ist, dann geht's halt nur so langsam, dass das vom Wasserverbrauch her relativ zu vernachlässigen ist. Außerdem, Nadelbäume gibt's gar nicht mehr so viele. Die haben in der Fläche in den letzten 3 Jahren doch massiv abgebaut und abgenommen. Es gibt, sind schon noch welche da, so ist es nicht. Aber die Löcher nehmen zu, die Löcher sind gravierend, und damit kommen wir jetzt weg vom Klima erstmal wohlgemerkt, und zurück zum Wald und müssen uns ein bisschen klar machen, wie 2020 gelaufen ist. Dafür denken wir nochmal schnell an 2018 zurück. 2018 hatte einen verheerenden Sommer ohne Ruhepause. Das war also katastrophal. Die Dürre hat quasi gar nicht aufgehört im Sommer, und es gab eine durchgehende Dürre von, ich sag mal grob, April bis Oktober. Ja, mehr oder weniger. Und das war verheerend und hat enorme Schäden verursacht, enorm die Bäume unter Stress gesetzt, dazu geführt, dass es zu einer großen Austrocknungswelle im Wald gekommen ist. Viele Bäume ganz früh in den Herbst geschaltet haben. Ihr werdet euch vielleicht noch erinnern, es gab Regionen, da sind im Juni ging es los, und im Juli spätestens sind die Buchen gelb geworden und haben in den Herbstmodus geschaltet. Teilweise haben sie auch grün ihr Laub abgeworfen. Das ist ein Verzweiflungsakt, wenn man so möchte. Das bedeutet, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Wenn ich noch weiter Wasser verbrauche, dann trockne ich vollkommen aus. Die einzige Option, jetzt noch irgendwie klarzukommen, ist frühzeitiger Laubabwurf. Das ist so ein Notmechanismus, den Laubbäume eingebaut haben, und das hat dann so früh wie fast noch nie stattgefunden.
Sekunden 18. So, 19 gab es leider das gleiche Phänomen, nicht mehr ganz so flächendeckend, nicht mehr ganz so schlimm. Der Sommer war dahingehend etwas besser, dass es zwischendurch einen Monat gab. Das ist je nach Region ein kleines bisschen unterschiedlich gewesen, aber in den meisten Bundesländern gab es doch einen, ich meine, es wäre der Mai, April, Mai, irgend sowas um den Dreh, teilweise auch der Juni gewesen, in dem doch nochmal ein bisschen Niederschlag vorhanden war, um diese Gesamtaustrocknung auf, es ist überhaupt kein Wasser mehr da, zu verhindern. Damit war 19 also nicht ganz so schlimm, hat aber nochmal in die gleiche Kerbe gehauen wie 20. So, und inzwischen dürfen wir davon ausgehen, da jetzt die Daten soweit ausgewertet sind, dass zwei Dürreereignisse wie 18 und 19 in Folge so zuletzt in einem vergleichbaren Level stattgefunden haben um 1730 rum. Ja, also seit 1730 gab es das in diesem Ausmaß nicht mehr. Und 18 und 19 haben Schäden am Wald hinterlassen mit allen Auswirkungen der Jahre 18 und 19. Nicht nur die Dürre, auch die Stürme, die es gegeben hat, das waren auch ein paar. Der Borkenkäfer vor allen Dingen. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann haben 18 und 19 Schäden hinterlassen, die jetzt in 20 sichtbar wurden. In einem Ausmaß, wie wir es in historischer Zeit so noch nie erlebt haben. Also der Waldflächenverlust, den wir jetzt 2020 feststellen konnten, ich vergesse immer, dass schon 21 ist, ne? Wenn ich das jetzt aufnehme, der ist so noch nie da gewesen. Jedenfalls nicht durch natürliche Ursachen, in Anführungszeichen. Ja, es gab schon größere Waldflächenverluste, weil wir den Wald gefällt haben, durch Homo sapiens verursacht, der Holz brauchte, der Bäume gefällt hat. Ja, das ist bisher die größte Katastrophe, die über die Waldfläche der Erde jemals einhergekommen ist, wenn es darum geht, Waldfläche zu vernichten. Die zweitgrößte Katastrophe in Waldflächenvernichtung, seit sich dieser wieder erholt hat, da muss man sagen, ist das ein positiver Nebeneffekt der Entdeckung der Kohle als Brenntreib und, ich sag mal, Betriebsstoff, hat nämlich dazu geführt, dass man weniger mit Holz heizen musste und nicht alles, was Energie gebraucht hat, mit Holz befeuert werden musste, und damit konnten sich die Wälder wieder erholen. Und seit eben dieser Erholung, die so grob ab 1700 Ungrad stattgefunden hat, so in etwa, hat es keinen so großen durch natürliche Ursachen verursachten Waldschaden, wie wir ihn jetzt eben in diesen 3 Jahren erleben durften, gegeben. Ja, da muss ich mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, um das so zu sagen. Das ist nämlich eben tatsächlich so, es ist Rekord. Also das Waldsterben aus den 80ern, das hätte vielleicht ähnlich schlimm werden können, wenn man nicht rechtzeitig gegengesteuert hätte. Es gab es also in dem Sinne natürlich nicht, wie es prophezeit worden ist, aber es hätte so kommen können, wenn man überhaupt nichts unternommen hätte dagegen. Und so gesehen blieb uns das erspart. Aber was man auf jeden Fall wirklich im Hinterkopf behalten muss, ist die enormen Ausmaße, die dieses Ereignis 18/19 jetzt hier hinterlassen haben. Gut. Das zum Allgemeinen. Im Detail kommen wir bei den einzelnen Bundesländern dann eben nochmal drauf. Und was ich jetzt auf jeden Fall machen möchte, wäre eben ein paar Zahlen durchgehen, auch durch die einzelnen Bundesländer. Und zwar gucken wir uns die durchschnittliche Nadellaubverlustmasse, also Verlust im Prozent, an. Dazu muss man jetzt noch Folgendes wissen. Das habe ich auch letztes Jahr erzählt, aber es ist schlimmstenfalls ein Jahr her. Und dementsprechend sage ich sicherheitshalber nochmal. Die Daten, die wir jetzt angucken werden, die stammen aus der Waldzustandserhebung, dem sogenannten Waldzustandsbericht. Jedes Bundesland ist verpflichtet, gesetzlich einmal pro Jahr einen Waldzustandsbericht zu erstellen.
Das geht in den neu, ja, in den westlichen Bundesländern, sage ich jetzt mal vorsichtig, zurück bis in die 80er Jahre, bis in die frühen 80er Jahre im Idealfall, dass Daten vorhanden sind. In den neuen Bundesländern gibt es die Daten frühestens seit 1990. Warum bloß? Dann könnte politische Zusammenhänge da eben entsprechend geben. Und generell muss man in den neuen Bundesländern auch dahingehend ein bisschen, da können die nichts dafür, das ist jetzt keine Kritik, Nachsicht, in Anführungszeichen, walten lassen, weil man halt eben bei der Datenerhebung dann hier und da noch mal ein bisschen was umstellen musste und da noch ein bisschen dran drehen musste, damit das Ganze so funktioniert. Deswegen, manche Datenreihen sind besser als andere, wenn es irgendwo größere Schwierigkeiten gibt, weiß ich aber dann im Folgenden noch darauf hin. Sowas wird da gemacht bei dieser Kronenzustandserhebung, über die wir jetzt so viel reden werden. Naja, da rennen ein paar Leute, die das jedes Jahr machen, in den Wald, haben ein Fernglas, haben eine Reihe von lustigen Kärtchen und gucken sich eine Baumkrone durch das Fernglas an. So, und dann haben sie auf diesen Kärtchen Fotos von typischen Baumkronen der entsprechend beobachteten Baumart, die sie gerade angucken. Und zwar typische Baumkronen im Sinne von maximale Vitalität, dichter belaubt kann ein Baum nicht sein, bis hin zu, der ist quasi abgestorben, da ist kein einziges grünes Blatt mehr dran. Ja, und dann kann man diese Karten durchgehen, bis man die Karte findet, die am ehesten mit dem Zustand des beobachteten Baums übereinstimmt. Und wenn das jetzt meinetwegen die Karte ist 55% Laubverlust, dann schreibt derjenige, der das beobachtet und mit der entsprechenden Karte vergleicht, 55% Laubverlust in sein Büchlein, was er dabei hat. Inzwischen wird es wahrscheinlich digital sein und kein Papierbüchlein mehr. Aber das wird dann so notiert und man geht weiter zum nächsten Baum. Das Raster, in dem auf diesem Wege Bäume untersucht werden, ist je nach Bundesland auch ein bisschen unterschiedlich, wie dicht da das Netz ist, an dem das untersucht wird. Und jedes Jahr sind die gleichen Stellen diejenigen, die aufgesucht werden, weil da halt eben ein Punkt ist, an dem so eine Stichprobe gemacht wird, um eben zu gucken, wie sehen die Bäume da jeweils aus. Da werden an den einzelnen Stellen auch gleich mehrere Bäume angeschaut und nicht immer nur gleich einer. Und da kommt man dann je nach Bundesland auf 1.000, 2.000, es kommt dann immer aus, ja, auf die Bundeslandgröße an, Probebäume, die dann eben statistisch gesehen eine Aussage über das gesamte Bundesland zulassen sollten, weil die Bäume in einem schönen statistisch ausgerechneten Netz zueinander stehen. Ja? Das ist vielleicht nicht die allerbeste Methode, um Aussagen zum Wald jährlich machen zu können, aber es ist schlicht und ergreifend die einzige und damit die beste Methode, die uns zur Verfügung steht, wenn wir jährlich eben den Gesundheitszustand des Waldes vergleichen wollen. Gut. Jetzt müssen wir auch noch wissen, das ist wichtig, dass die Methode, sich den Laubverlust, Nadelverlust anzuschauen, durchaus umstritten ist und nur bedingt geeignet, wirklich hundertprozentig Aussagen zum Gesamtgesundheitszustand des Waldes zu machen. Denn man hat zum Beispiel in einer Periode, in der das Wachstum der Bäume im Sinne von mehr Holz, mehr Höhe, mehr Masse, mehr Kräftigkeit immer mehr zugenommen hat, hat man gleichzeitig in dieser Periode der Zunahme des Wachstums eine tendenzielle Abnahme des Belaubungszustands festgestellt. Ja, und das durch die Bank deutschlandweit. Was den Schluss zulässt, dass bis zu einem gewissen Grad zumindest eine Abnahme des Belaubungszustands auch damit erklärt werden kann, dass zum Beispiel durch CO2-Düngung eben einfach die Photosyntheserate pro vorhandenes Blatt nun höher ist und damit es für einen Baum für eine sehr hohe Photosyntheserate gar nicht mehr notwendig ist, die maximal theoretisch an ihm dranhängende Laubmasse auch wirklich dranhängen zu haben. Also das ist nur so mal ein kleiner Kritikpunkt. Heißt, diese alten Werte für einen maximal vitalen Baum, der 100% Belaubung aufweist, das muss nicht stimmen heutzutage. Ja? Und in eben diesen Daten, die wir jetzt gleich noch angucken werden, gilt ein Baum schon als Vorwarnstufe bzw. leicht geschädigt, wenn er mehr als 10% von der maximalen Belaubung abweicht.
man wird heutzutage nur noch ganz wenige, und das ist natürlich jetzt erstens der Situation im Wald geschuldet und zweitens aber auch natürlich vielleicht auch eine natürliche Entwicklung, das weiß man eben nicht so genau, die Zahl der Bäume, die wirklich 100% Belaubung aufweisen oder weniger als 10% Laubverlust, die geht langsam in den Bereich 10% von allen Bäumen, 20% von allen Bäumen, die wirklich noch so dicht belaubt sind. Deswegen muss man fast schon sagen, diese Vorwarnstufe, die ursprünglich mal gedacht war, als diesem Baum geht es schon nicht gut, die können wir heute sicherlich als neuen Normalzustand betrachten. Und man müsste also eigentlich die Einschätzung, ab wie viel Prozent Laubverlust ist der Baum nun geschädigt, ist der Baum nicht geschädigt und so weiter, dringend überarbeiten. In der Vergangenheit, da wird man sich auch vielleicht daran erinnern, wenn man meine bisherigen Jahresrückblicke da gesehen hat, wurde als Politikum gerne mal verwendet, die einzelnen Schadstufen, in die je nach Laubnadelverlust unterteilt wird, besonders dramatisch hervorzuheben. Das ist dieses Jahr nicht wirklich stattgefunden. Also ich erkenne da keine große Agenda. Jedes Bundesland hat derart hohe Waldschäden, dass man jetzt auch nicht mehr politisch so tun kann, als hätte man durch die richtige Forstpolitik besonders wenig Waldschäden erlitten. Überall sind die Schäden so groß, dass also die politische Meinung der einzelnen Umwelt- oder Forstminister der einzelnen Bundesländer in diesem Fall nicht groß divergiert. Die sagen alle, wir haben unglaublich hohe Waldschäden. Das sah auch schon anders aus. Und da hat man dann mehr versucht, eben durch vergleichsweise geringe Waldschäden so zu tun, als wäre das jetzt das Resultat der eigenen Forstpolitik und solche Sachen. Wie gesagt, dieses Jahr nicht. Und eben eine Möglichkeit, das politisch zu instrumentalisieren, diese Waldzustandsberichte, besteht eben darin, dass man sagt, wir haben nur noch 18% gesunde Bäume. Das kann bedeuten, dass 78% der restlichen Bäume schwer geschädigt und kurz vorm Sterben sind. Das kann aber auch bedeuten, dass der Durchschnittsbaum nur 78% Belaubung aufweist. Wenn der Durchschnittsbaum, aber das wäre aber kein gravierend schlimmer Waldzustand. Ja? 78% maximalen Belaubung, das kann ein komplett gesunder Baum sein, je nach Situation. Ja, und deswegen muss man mit diesen Zahlen sehr vorsichtig sein und gerade auch mit diesen Schadstufen, beispielsweise ab 30%, glaube ich, ja, ab 30% meine ich, wäre es gewesen, Laubnadelverlust gilt einem Baum als schwer geschädigt. Da gibt es dann keine weiteren Abstufungen mehr. Das heißt, wenn du einen Anteil von 50% schwer geschädigten Bäumen hast, im Gesamtkollektiv des Waldes, dann kann das sein, dass die Hälfte der Bäume jeweils zu 30% Nadelverlust erlitten hat, aber nicht mehr. Trotzdem wäre die Hälfte der Bäume schwer geschädigt. Der Wald wäre aber in keinster Weise in Gefahr. Oder die Hälfte der Bäume ist schwer geschädigt und auch tatsächlich kurz vorm Absterben. Ja? Oder halt alles Mögliche dazwischen. Und damit sind diese Worte schwer geschädigt, Vorwarnstufe, gesund, mit ganz, ganz großer Vorsicht zu betrachten und wissenschaftlich aus heutiger Sicht stark umstritten und kaum noch zu gebrauchen. Ich werde also da auf dieses Thema auch gar nicht weiter eingehen. Ihr findet in den einzelnen Waldzustandsberichten, die ihr euch zum jeweiligen Bundesland auch ganz einfach ergoogeln könnt übrigens, oft eben noch diese Stufen, diese Schadstufen, ignoriert das. Das ist Schwachsinn. Wichtig hingegen und wissenschaftlich viel korrekter und eine viel bessere Aussage zum durchschnittlichen Zustand des durchschnittlichen Baumes in dem durchschnittlichen Wald des betrachteten Bundeslandes ist der mittlere Nadelblattverlust. Also der Durchschnittsbaum hat durchschnittlich so und so viel Prozent Nadeln weniger oder Laub weniger, als er maximal haben könnte. Zum Beispiel 22% durchschnittlicher Laubnadelverlust. Das wäre in diesem Jahr ein sehr guter Wert, verglichen mit über alle Bundesländer. Welches Bundesland hat das? Soll ich es vorwegnehmen? Ich nehme es mal vorweg. Es ist Trommelwirbel, muss nachlesen. Oh ne, 21%, es geht sogar noch besser. Es ist Niedersachsen. Herzlichen Glückwunsch an Niedersachsen. Ihr habt derzeit die niedrigsten Laubnadelverluste aller Bundesländer. Auf Platz 2
ist mit 22,4% Mecklenburg-Vorpommern. Herzlichen Glückwunsch an Mecklenburg-Vorpommern. Und dann kommt lange, lange nichts mehr. Also doch, dann kommt auf Platz 3 Brandenburg. Brandenburg, unser Problemsorgenkind hinsichtlich Waldbrände. Und das ist ein wunderbares Beispiel. Warum ist Brandenburg vergleichsweise gut? In Brandenburg sind Waldschäden durchaus gravierend. Aber warum damit dieser gute Wert? Weil, und das ist auch nochmal ein Problem bei dieser Waldzustandserhebung, man hat da versucht in den letzten Jahren nachzubessern, aber wenn ein Baum tot ist, wird er so in der Statistik nicht mehr geführt. Heißt, wenn 50% der Bäume in dieser Stichprobe, die gemacht wurde, einfach tot waren, werden halt jeweils für die 50% Toten einen Ersatzbaum gesucht und am Ende steht da dann immer noch nur der Nadelverlust der Bäume, die man jetzt überhaupt in der Statistik drin hat. Auf einem gesonderten Blatt, ohne dass das die Presse groß mitbekommt, beispielsweise die Presse, ne? Deswegen muss man auch vorsichtig sein mit regulären Pressemitteilungen zum Waldzustand, weil die auch oft von, nicht, dass ich irgendwas gegen Journalisten hätte, überhaupt nicht, gar nicht, nicht im geringsten, aber oft wird da eben vergessen zu erwähnen, wie viel denn eigentlich abgestorben ist bei so und so viel Kronenschädigung, ne? Weil das eben ganz wichtig ist, der Wald kann, der Durchschnittsbaum kann sehr gesund sein, weil er der einzige ist, der noch steht. Ne? Wenn 99% aller Bäume tot sind und der eine, der noch dasteht, ist 100% gesund, dann wäre der Waldzustand, der durchschnittliche Laubverlust, null, weil der eine, der noch steht, ist ja ganz gesund. Ja, und damit muss man mit diesen Statistiken wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Drum ist mir das auch so wichtig, das in dieser Ausführlichkeit zu erzählen. Und damit ist auch Brandenburg eben vergleichsweise noch gut dran, was den durchschnittlichen Nadelverlust angeht. Aber dann wirklich nicht mehr so doll dran, wenn wir uns die toten Bäume mit angucken. So. Und das bringt uns jetzt eben zu noch zwei Kleinigkeiten. Erstens, wir werden uns eben den durchschnittlichen Nadelverlust angucken für die jeweiligen Bundesländer gesamt. Dann für die vier Hauptbaumarten, die da sind, Fichte, Kiefer, Buche und Eiche. Teilweise gibt es in manchen Bundesländern auch noch zu anderen Baumarten Daten. Das werden wir uns dann aber irgendwann im weiteren Verlauf und nicht unbedingt in diesem Video genauer anschauen. Dann gucken wir uns die Entwicklung zum Vorjahr an. Heißt, ist das eine Verbesserung, ist das eine Verschlechterung? Das ist hochgradig interessant. Noch wahrscheinlich interessanter als die Zahl an sich, meinetwegen 25,8% Nadelverlust bei Fichte in Baden-Württemberg. Das an sich, damit kann man nicht viel anfangen. Ist das viel? Ist das wenig? Was heißt das jetzt? Wenn wir dazu nämlich jetzt wissen, dass das eine Zunahme von 1,6% mehr Nadelverlust als im Vorjahr ist, dann wissen wir auch anhand der Zunahme, dass auf jeden Fall die Situation der Fichte sich in Baden-Württemberg nicht verbessert, sondern im Gegenteil noch verschlechtert hat. Nicht, weil dieses Jahr die Situation der Fichte so furchtbar schlecht gewesen ist, sondern weil das noch Spätfolgen der Schäden von 2019 sind, dieses Jahr sage, meine ich immer 2020, Entschuldigung, die da halt noch nachwirken. Ja? Genau, also in dem Stil werden wir das jetzt tun und dann schauen wir uns noch jeweils an, wie viel Prozent der angetroffenen Bäume denn tot gewesen sind, als man eben diese Stichprobe gemacht hat. Das ist auch ganz aussagekräftig, denn dazu muss man wissen, normalerweise in normalen Jahren findet man irgendwo so deutschlandweit irgendwas im Bereich zwischen 0,1, manchmal auch 0,01 und noch ein bisschen was dahinter, Prozent tote Bäume überhaupt nur an. Ja? Also es ist ja auch normal, dass ein so langlebiges Wesen wie ein Baum nicht von einem Jahr aufs andere in größeren Umfang stirbt. Ja? Dass die Chance, also dass da einer jetzt an natürlicher Altersschwäche, sage ich jetzt mal, gestorben ist, ist eben gering. Und in den letzten Jahren haben wir eben ganz andere Prozentwerte und da muss ich jetzt auch leider ein Bundesland hervorheben, in dem es ganz, ganz, ganz düster aussieht und zwar nicht, wenn wir uns den Nadelverlust angucken oder Laubverlust, sondern wirklich die Absterberate und genau genommen sind es zwei sehr, sehr düstere oder drei sehr, sehr düstere Bundesländer. Eins davon ist Nordrhein-Westfalen, da haben wir extra etwa 10% Waldflächenverlust. Flächenverlust. Das ist gigantisch. Das ist Wahnsinn. Stellt euch vor, das würde 10 Jahre so weitergehen, der ganze Wald wäre weg. Ja? Das macht euch mal klar.
Ein anderes Land, in dem das wirklich massiv reingehauen hat, ist Thüringen. Da sind wir bei 8% Waldflächenverlust und plus ein bisschen Dunkelziffer, weil die Zahlen nicht so 100% durchschaubar gewesen sind. Auch da möchte ich niemandem einen Vorwurf machen, aber ja, da weiß man es nicht so genau. Und auch ordentlich reingepfeffert hat es zum Beispiel in Hessen mit fast 8%. Davon ist 80% Fichte. Das gilt für fast alle Bundesländer, die große Flächenverluste an Wald erlitten haben. Das allermeiste ist Fichte. So, und damit jetzt systematisch durch. Wir fangen an in Bayern. Wir haben in Bayern einen Flächenverlust, einen Nadelverlust bei Fichte von durchschnittlich circa 25%, 24,9%. Wir haben in Bayern Daten zur Tanne, das ist eins der zwei Bundesländer, das Daten zur Tanne hat, 21,3% durchschnittlicher Nadelverlust, das ist nicht gut, aber das ist auch nicht besonders schlimm. Kiefer 35,1%, das ist ein sehr hoher Wert. Grob kann man etwa sagen, derzeit alles unter 20 ist prima. Ja? Das muss man so festhalten. Zwischen 20 und 30 ist überhaupt nicht schön, aber man muss jetzt nicht denken, dass deswegen die Baumart in nächster Zeit in diesem Bundesland aussterben wird. Alles über 30, das lässt die Option zum Aussterben der Baumart in den nächsten Jahren bis wenigen Jahrzehnten durchaus zu. Ja, also so ernst ist die Lage tatsächlich. Und jetzt habe ich gerade gesagt, Kiefer 35,1%. Ja, das würde bedeuten, dass Kiefer anbauten. Es gibt in Bayern natürliche Bergkiefernwälder. Die sind unbetroffen. Denen geht's gut, ja, in den Alpen. Alle anderen Kiefernwälder, künstliche Kiefernforste, wie zum Beispiel sämtlicher Wald um Nürnberg drumherum, massiv geschädigt. Massiv geschädigt. Buche, der geht es vergleichsweise gut mit 21,8%. Und zur Eiche habe ich leider keine verlässlichen Zahlen gefunden, weil das irgendwie ein bisschen doof formuliert war, schriftlich. Man hätte es aus irgendeiner Grafik rauspopeln können, aber dann wäre es eine unsichere Zahl. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns da auch so irgendwo im Bereich 28 bei der Eiche bewegen, aber mit Vorsicht zu genießen. Ne? So, das bedeutet, die Fichte hat sich um 4% verschlechtert. Das ist im bundesdeutschen Vergleich der dritthöchste Verschlechterungswert aller relevanten Bundesländer. Ne? Also relevant, wie gesagt, bin ich übel nehmen. Das heißt, wir haben also eine massive Vermiesungssituation der Fichte in Bayern und das vor allen Dingen deswegen interessant, weil Bayern ja das Bundesland ist, in dem bisher bis jetzt dieses Jahr immer noch viele Leute, auch viele Fachleute der Meinung waren, na irgendwie wird es mit der Fichte schon weitergehen. Bayern hat die wertvollsten Fichtenwälder, die mit Abstand produktivsten und hochwertigste Fichtenhölzer auf den Markt schmeißen. Das gibt es nirgendwo so toll in Bayern. Bergfichten gehen auch nach wie vor. Ja, warum? Ja, die stehen in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet. Ich muss niemandem erzählen, dass bei Fichte das Hauptproblem ist, dass sie eben jenseits ihres natürlichen Verbreitungsgebiets hingepflanzt worden ist und damit eben sehr, sehr stark eingeschränkt ist jetzt in der Resistenz gegen Schaderreger, Krankheitserreger, Borkenkäfer, die eben mit warmen Temperaturen sehr profitieren, die eine Fichte normalerweise nie hätte, weil sie in solchen warmen Gegenden gar nicht vorkommt. Ja, das ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, aber es ist halt trotzdem nah an der Wahrheit. Also wirklich eine massive Zunahme der Fichtenschäden, auch die Fichtenkalamitätsholz, also tote Bäume, die man dann fällen musste, weil der Käfer drin saß. Zahlen haben massiv zugenommen, mehr dazu dann im Detailvideo. Die Tanne hat sich auch verschlechtert um 1,4%, das macht mir ein bisschen Sorgen. Das macht mir sogar ziemlich viele Sorgen, weil eigentlich Tanne als eine sehr klimastabile Baumart gilt. Und hier nur deswegen ein bisschen die Sorge wieder gemildert wird dadurch, dass es jetzt zum ersten Mal einen deutlichen Anstieg der Tannenschädigung gibt. Also seit 18, wo der große Schaden eingetreten ist, konnte sich die Tanne 19 noch behaupten, hat 19 kaum Schaden gezeigt, weil sie noch Reserven aus 18 eben entsprechend hatte, von 17 hatte, die sie über 18 gebracht haben, die sie in 19 noch ein bisschen geholfen haben und jetzt in 20 sieht man den Schaden.
Schaden, weil sie natürlich 18, 19 nicht die Möglichkeit hatte, neue Reserven aufzubauen. Aber die gute Nachricht, Absterberate bei Tanne quasi nicht vorhanden und diese geringfügige Verschlechterung der durchschnittlichen Belaubungssituation sorgt nicht dafür, dass wir uns wirklich Sorgen um die Baumart machen müssten. Ich hätte mich nur gefreut, wenn bereits wieder eine Verbesserung eintreten würde, was in Baden-Württemberg zum Beispiel schon der Fall ist. Dazu kommen wir dann gleich. Kiefer hat sich um 3,5% verschlechtert, also fast so deutlich wie bei Fichte. So starke Anstiege der Verschlechterungssituation bei nicht sehr flexiblen Baumarten müssen einem einfach Angst machen, müssen wirklich dazu führen, dass man sich große Gedanken darüber macht, ob denn der Anbau dieser Baumart, insbesondere im Reinbestand, im entsprechenden Bundesland noch Sinn macht. Und wir müssen diese Frage ganz klar mit Nein beantworten. Also sowohl Kiefernplantagen als auch Fichtenplantagen im Reinbestand machen definitiv keinen Sinn mehr. Das zeigt mehr als jemals zuvor jetzt eine Zahl wie diese langsam. Ne? Und diese Zahlen, die decken sich ja mit hohen Absterberaten, die decken sich mit den simplen Erfahrungen, die man haben kann, wenn man vor Ort in den Wald reinschaut und was die Förster in den zuständigen Forstbetrieben jeden Tag dort sehen und erleben. Man musste schon wirklich in Hintertupfing wohnen und sehr stark davon überzeugt sein, dass man immer alles so machen muss, wie es der Großvater gemacht hat, und völlig zu kritischer Reflexion nicht in der Lage sein. Das kommt in Bayern hin und wieder mal beim einen oder anderen vor. Ich kenne da ein paar Leute persönlich. Ja, aber es müsste schon wirklich, wirklich ein extremer Dickschädel vorhanden sein, um das inzwischen nicht begriffen zu haben. Die Buche hat sich 0,8% verschlechtert, das ist vergleichsweise milde. Das ist nicht gut, es ist eine Verschlechterung, ja, aber da müssen wir uns in der Hinsicht wenig Sorgen machen. Nochmal zum Vergleich, Buche war auf einer Gesamtschädigung in Bayern von 21,8%. Wie gesagt, alles unter 20, haben wir gesagt, ist vergleichsweise harmlos. Bisschen über 20 braucht man sich auch nicht groß viel Sorgen machen. Das liegt jetzt unter anderem daran, dass Bayern gar nicht so viel Buche hat. Und da, wo es Buche hat, da steht sie auf sehr buchenoptimalen Standorten, sag ich mal. Viele der Buchen, die hier mitgezählt wurden, stehen auch im Bergmischwald und in der Bergstufe, also da, wo schön kühl ist, wo es viel regnet, wo dann die Buche entsprechend auch ganz gut abschneidet. Und an dieser Stelle vielleicht noch der wesentliche Hinweis, Bayern, wir gucken uns das ja noch genauer an, aber so viel möchte ich schnell sagen, Bayern ist ein riesen Bundesland und es gibt regional enorme Unterschiede und diese Durchschnittswerte werden den teilweise katastrophalen Situationen, teilweise sehr guten Situationen, die es gibt, nicht gerecht. Noch mal ein kleines Beispiel für die Kiefer. Kiefer im Bereich Nürnberg ist wirklich am Aussterben. Kiefer im Alpenbereich ist nahezu gar nicht betroffen. Man sieht ja nicht an, dass irgendwas gewesen ist. Ja, also das nur mal im Durchschnitt immer noch ein mieser Wert, aber es kommt ganz stark darauf an. Ja, und bei der Eiche, wie gesagt, da wissen wir es nicht so genau. Wir können allerdings feststellen, dass es eine Verbesserung gegeben hat, um etwa 1%, dass sich die Eiche wieder erholt. Das ist dahingehend eine interessante Nachricht, weil das zieht sich durch Deutschland. Die Eiche ist sicherlich eine der Gewinnerbaumarten von 2020, die sich nach massiven Einschnitten 18, 19, großen Insekten- und Käferbefall 18, 19 in den allermeisten Bundesländern jetzt sehr bis ein bisschen erholt hat. Zumindest hat sich die Lage stabilisiert. Gut, damit haben wir eine Gesamtverschlechterung der Waldsituation in Bayern um 4%. Das ist wirklich, wirklich deutlich. Und auch da wieder sehr unterschiedlich, welchen Teil von Bayern man sich anguckt. Aber das war jetzt erstmal genug zu Bayern, sonst werden wir nämlich nie fertig. Gehen wir mal nach Baden-Württemberg und stellen fest, dass wir da einen Gesamtschaden von 28,2% über den gesamten Wald haben. In Bayern waren es 28%. Und damit ist mein durchaus nicht ganz ungeliebtes Baden-Württemberg wirklich jetzt massiv geschädigt. Bis vor kurzem, ja, ich hätte auch noch im Sommer behauptet, bei uns sieht es noch vergleichsweise gut aus. Stimmt aber nicht, wenn wir uns das gesamte Bundesland angucken, wenn wir uns alle Baumarten angucken, sieht es bei uns leider dann doch nicht wirklich so gut aus. Auch wenn der Bereich, wo ich jetzt wohne, recht ungeschädigt ist und man hier in den Wald gehen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass hier jetzt reihenweise die Bäume absterben. Bis auf kleinere Stellen, hier und da mal ein Käferloch, hier und da mal eine Stelle, wo es wirklich mal
manchmal ein bisschen schlecht aussieht. Eine unglaublich alte Eiche ist abgestorben. Eine wirklich alte, so 500, 600, irgend sowas um den Dreh. Das sind so Einzelschicksale, ja. Aber auf die Fläche gesehen machen die dann doch halt was aus, auch wenn der Wald insgesamt noch ganz gut aussieht, ne? Wir haben also auch hier eine massive Schädigung der Fichte. Schön ist, die steht erst oben auf dem Schwarzwald und solange ich oben gar nicht so viel unterwegs bin, sehe ich gar nicht, wie mies es den Fichten geht. 25,8% durchschnittlicher Nadelverlust, das allein ist nicht besonders dramatisch. Das zieht sich auch durch die Bundesrepublik. Fichte hat meistens gar keine besonders erschreckenden Nadelverlustwerte, weil eben tote Bäume, der Anteil der toten Bäume darin gar nicht aufgeführt wird. Die 100% Nadelverlust quasi haben, aber dann als tot geführt werden und nicht mehr in der Nadelverluststatistik. Da ist eben dann viel interessanter, wie viele Bäume sind denn gestorben. Das habe ich von Bayern jetzt übrigens noch vorenthalten. Absterberate 1,5%. Klingt jetzt nicht viel, aber in 15 Jahren, in 10 Jahren wären es 15%, in 100 Jahren wären es 150%, da wären anderthalb mal so viele Bäume tot, wie Bayern derzeit überhaupt hat. Ja? Also in dieser Rate, mit dieser Absterberate weitergehend, hat der Wald keine Chance. Wenn die so hoch bleiben würde, dann wäre es eine Frage der Zeit von eben 75 Jahren ungefähr, dass kein Baum mehr in Bayern steht. Das macht euch das mal klar, das ist eine extrem hohe Rate. Diesbezüglich muss man sagen, haben wir in Baden-Württemberg dann doch noch Glück. Wir haben eine der niedrigsten, wir haben sogar die niedrigste Absterberate von tot aufgefundenen Bäumen in Deutschland mit nur 0,7%. Das heißt, in 100 Jahren wären eben noch ein paar Bäume übrig, wenn auch nicht so viele, wie man sich da wünschen würde, ne? Das ist eine enorm angestiegene Zahl, aber nicht im Vergleich zum letzten Jahr. Sie ist viel höher als die Zahl, die durchschnittlich in dem baden-württembergischen Wald herrschte. Die lag nämlich bei 0,014, irgendwie sowas um den Dreh. Und da ist 0,7 natürlich wirklich bei weitem höher. Aber es hat sich keine Verschlechterung zwischen 19 und 20 ergeben. Und das ist eine gute Nachricht. In Bayern hingegen ist es ein kleines bisschen angestiegen. Das heißt, da wird jetzt mehr gestorben als letztes Jahr. Das ist auch noch eine Spätfolge von 18 und 19 und hat nichts mit dem besonders schlechten 2020 zu tun, das eben so mies gar nicht gewesen ist. Dazu kommen wir dann auch in einem Detailvideo noch mal ein bisschen. In Bayern verteilt sich übrigens die 1,5% Absterberate auf 0,2% Laubholz, also kaum Laubholz gestorben, dafür 1,8% Nadelholz und davon Fichte und Kiefer nahezu ausschließlich. Ja, Lärchen und so, habt alles überlebt, Douglasia auch. Also es sind nahezu ausschließlich Kiefern und Fichten, vor allen Dingen Fichte. Böse Mail. So, Baden-Württemberg weiter. Im Text, Tanne hat hier 23,3% durchschnittlicher Schädigung. Das ist das einzige Bundesland, in dem die so hoch ist, aber es ist auch das einzige Bundesland, in dem so viel Tanne gibt, dass man das überhaupt mit Sicherheit sagen kann. Dafür, was mich wiederum positiv stimmt, ist die Tanne sich bereits wieder am Erholen, nämlich die Schädigung hat um 0,3% abgenommen im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, die Entwicklung ist folgende. 2018 haut volle Kanne rein. Die Tanne hat noch Reserven, die Tanne übersteht 2018. 19 zeigen sich dann die Spätfolgen von 2018. Da 19 selber auch ein Scheißjahr war, war logischerweise es unmöglich, Reserven für 2020 aufzubauen, sollte man meinen, aber 2020 geht es der Tanne jetzt trotzdem schon wieder besser als 19. Die Tanne ist also zumindest in Baden-Württemberg eine sehr anpassungsfähige, sehr dürreresistente, tolle Zukunftsbaumart, in der wir ganz viel, in die wir ganz viel Vertrauen setzen müssen, in die wir ganz viel, unterstützen müssen, um sie eben als Baum der Zukunft mehr zu stärken. Sie ist eine heimische, eine natürlich in unseren Ökosystemen vorkommende Baumart, die das absolut verdient, viel mehr auf sie zu gucken und mit ihr zu arbeiten. Zeigen auch eben diese Zahlen sehr, sehr deutlich. Wenn wir uns die Kiefer angucken, die stirbt im Oberrhein gerade weg. 32,4% durchschnittlicher Laubverlust, 1% mehr als letztes Jahr und hat eine Absterberate um die 7%.
Es ist irre. Ja? Also Kiefer wird in Baden-Württemberg, wie es aktuell aussieht, gerade in den Wäldern, die auf Kiefer basieren, wo fast nichts anderes als Kiefer steht, wird sie in kürzester Zeit jetzt wegsterben. Und man muss dringend gucken, dass man da eine Alternative findet. Da kommen dann so Sachen wie Robinie ins Spiel, die man eigentlich immer als Notnagel hinpflanzen kann mit gravierenden Konsequenzen. Aber wenn einem gar nichts anderes mehr einfällt, ist das eine Notlösung, die eine Rolle spielen soll, wird und kann. Buche plus 2,6% Schädigung. Das hat mir Angst gemacht, weil der Level der Buche ist schon bereits bei 35,2%. Und das gibt einem wirklich, wirklich, wirklich sehr zu denken. Wie kann das sein? Was ist da schiefgelaufen? Die Lösung liegt in der Fruktifikation. Buche hat jede Menge Bucheckern gebildet. Und das nahezu jedes Jahr bis auf letztes Jahr. Deswegen sieht sie jetzt wieder ein bisschen mieser aus als letztes Jahr, weil letztes Jahr konnte sie sich dahingehend besser erholen, weil sie keine Bucheckern anlegen musste, hat jetzt aber umso mehr Bucheckern angelegt, bei aber nur einer geringfügigen Verschlechterung der Gesamtsituation. Also müssen wir, wenn wir die Bucheckern mit reinbeziehen und nicht nur die Laubmasse, sondern auch die Bucheckermasse, die die Buchecker, die Buche produziert hat, in Betracht ziehen, dann hat sich die Buchensituation tendenziell eher verbessert, wenn man das so betrachtet. Aber nichtsdestotrotz, es macht einem Angst und ist nicht schön. Eiche 28,5% Gesamtschädigung, das ist relativ hoch, aber die Eiche hat in Baden-Württemberg Rekordwerte für die Erholung, nämlich sie hat sich um 5,5% verbessert. So schnell hat sich keine andere Baumart mit zwei Ausnahmen, nämlich Robinie und Roteiche, beides keine heimischen Ausnahmen, hat sich keine andere Baumart wieder von den Schäden, die die Gesamtdürre erzeugt haben, erholt. Das heißt, die Eiche gehört nach wie vor nach Baden-Württemberg und hat ja auch gute Überlebenschancen, wenn sie in der Lage ist, sich in diesem Tempo von massiven Schäden wieder zu erholen, zeigt sie eben genau die Robustheit, die man einer Eiche normalerweise nachsagen würde. Gut, damit das jetzt nicht ewig geht, gehen wir schnell nach Hessen. Und Hessen hat jetzt aufgegliedert nach alten Bäumen und jungen Bäumen, wie da jeweils die Schäden sind. Fangen wir spaßeshalber doch gleich mal an mit der Fichte. Da sind die jungen Bäume bei 32% Schädigung, also ein hoher Wert, aber der nicht besonders hervorsticht. Wenn wir uns hingegen die eher älteren, und das meint ab 60, das ist für Fichte durchaus schon ein relativ hohes Alter, Bäume angucken, dann haben wir dort durchschnittlich 50%. Das ist Rekordwert, so hoch nirgendwo sonst in Deutschland. Das heißt, die Fichte wird in Hessen wahrscheinlich mit riesiger Geschwindigkeit am Wegsterben sein. Die jungen Bäume stehen noch ein bisschen da. Die alten sind nahezu entweder schon alle tot oder so gut wie oder werden zumindest nächstes Jahr ziemlich am Absterben sein. Ich möchte wirklich für Hessen prophezeien, in 2-3 Jahren, wenn da nicht irgendein Wunder geschieht, wird Hessen fichtenfrei, fichtenreinbestandsfrei sein. Mischbestandfichten können weiterhin noch bestehen und weiter stehen bleiben. Da gibt es sicherlich noch viel Hoffnung für solche Fichtenbestände, aber Fichtenreinbestände keine Chance. Das war's. In Hessen ist damit Schluss. Nicht ganz so schlimm sieht die Situation für die Kiefer aus. Da sind die jungen Kiefern schlimmer betroffen als die Altkiefern mit 29% durchschnittlichen Nadelverlust bei den jungen Kiefern und 23% bei den älteren. Da kann man schön sehen, dass eine Kiefer eigentlich an einen trockenen Standort angepasst ist und gerade wenn sie da schon lange steht, ergo alt ist, ihnen solche Trockenjahre eigentlich nicht viel ausmachen sollten an Standorten, wo eine Kiefer hingehört. Das ist in Hessen oft der Fall, dass wo Kiefern stehen, die auch ganz gut angepasst und gut standortsgetreu sind und das äußert sich halt dann eben in einer vergleichsweise guten Zahl für die Kiefer im Vergleich zum Beispiel benachbarten oder zumindest fast benachbarten bisschen benachbarten Baden-Württemberg, wo die Kiefer viel, 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 viel mieser aussieht und viel schlechter dasteht oder gar Bayern mit auch einer katastrophalen Kiefernsituation. Buche, da können wir schön sehen, 11%, das ist so gut wie nix, bei den jungen Buchen, 35% bei den alten Buchen. Das heißt, Buche leidet zwar im Altbestand
Unter anderem auch deswegen, weil je älter die Buche ist, desto mehr Bucheckern produziert sie, desto mehr versucht sie noch Nachkommen zu erzeugen, bevor sie selbst das Zeitliche segnet. Und das ist eine Strategie, die zwar den Wald dauerhaft erhält mit jungen Buchen, die nachkommen und kaum Schäden aufweisen und offensichtlich an Dürre bereits angepasst sind, weil sie nichts viel anderes kennengelernt haben, seit sie da überhaupt wachsen. Ja? Also das könnte schon in diese Richtung gehen, aber die Altbuchen zu Kosten der Altbuchen. Und da Altbuchen wunderschöne und großartige Bäume sind, wäre es eine große Dramatik, wenn die verloren gehen werden würden. Und leider, beziehungsweise dankenswerterweise, aber in diesem Fall ist eine so starke Schädigung bei der Buche in Hessen gravierend, weil die Buche in Hessen sehr, sehr häufig ist. Hessen ist ein sehr laubwaldreiches Bundesland. Die Eiche, junge Eichen 16%, alte Eichen 23%, das ist insgesamt ein ziemlich solides Bild, verglichen mit anderen Bundesländern. Da muss man sich um die Eiche keine Sorge machen und die Langzeitentwicklung in Hessen geht in Richtung gravierende Zunahme der Fichtenschäden, wirklich gigantische Zunahme der Fichtenschäden. Bei der Kiefer ist mehr oder weniger gleich geblieben. Die Buche hat sich in jungen Jahren, die jungen Buchen haben sich verbessert um 5%, also deutlich, deutlich. Die alten Buchen haben sich etwas um 3% verschlechtert. Das hängt wieder mit der Fruchtifikation, mit der Bucheckerbildung zusammen. Gleiches bei der Eiche, junge Eiche etwas verschlechtert, alte Eiche andersrum bei der Eiche, Entschuldigung. Ja, junge Eiche etwas verschlechtert, alte Eiche etwas verbessert, eben weil sie schon so lange dasteht, eine so robuste Baumart ist, möglicherweise deswegen. Ne? Details nochmal später. Ja, da ist also auch eine positive Entwicklung festzustellen, wie in fast jedem Bundesland bei der Eiche. Insgesamt der Waldzustand in Hessen um 1% schlechter geworden als im Vorjahr. Das ist gut, ja, das ist vergleichsweise gut. Da kann man sich noch glücklich schätzen, was den Gesamtwaldzustand angeht, dass es nicht noch schlimmer geworden ist. Aber insgesamt ist der Waldzustand in Hessen schon besorgniserregend, gerade für ein so waldreiches Bundesland. 28% durchschnittliche Schädigung ist da schon heftig. Nordrhein-Westfalen ist nochmal 1% schlechter dran als Hessen, hat nochmal mehr tote Fichten und wird sich auch innerhalb von kürzester Zeit ähnlich wie Hessen wahrscheinlich entfichten, was die Reinbestände angeht. Wer das Glück hatte, in der kurzen Zeit, in die ich 2020 Touren machen konnte, mal mit in NRW unterwegs gewesen zu sein, wird gesehen haben, da liegt ein Haufen totes Holz, beziehungsweise da stehen ein Haufen Gerippe und es gibt einen Haufen Kahlflächen. Es ist wirklich irre, wie sehr die Fichten da wegsterben. Alle Maßnahmen, die die Förster versucht haben, dagegen zu unternehmen, haben nicht funktioniert. Egal wie verzweifelt, egal wie personalintensiv und überlegt und toll die Maßnahmen gewesen sind. Alles, was möglich ist, technisch, menschlich, wurde da gemacht. Ich habe ganz viele wirklich tolle Beispiele gesehen. Geholfen hat es nicht. Fichte liegt bei 32,6%. Die Absterberate ist gewaltig. Kiefer 23,7%. Da muss man sich erstmal auch noch keine groß akuten Sorgen drum machen. Buche sieht mit 30,9% immerhin 5% besser aus als in Baden-Württemberg. Ist nicht super, ist auch wieder mit der Fruktifikation zusammenhängend. Insgesamt habe ich kaum tote Buchen gefunden. Ich war da jetzt wirklich viel auch unterwegs in NRW. Auch die Zahlen sagen, im Grunde was stirbt, sind Fichte, Fichte, Fichte. Ganz selten mal eine Buche. Ein paar sind dabei, aber auch da wieder, junge Buchen sehen super aus, alte Buchen ziemlich zerrupft. Buche ist sehr anpassungsfähig und erholt sich schnell von solchen Schadereignissen. Eigentlich, da müssen wir wirklich die nächsten Jahre drauf gucken. Bisher galt sie ja als die Zukunftsbaumart schlechthin. Der aktuelle Zustand macht einem wirklich Sorgen. Ja? Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Eiche 29%, das ist nicht toll, das ist aber eine Verbesserung es ist eine Verschlechterung. Tatsächlich, eine Verbesserung und Besserung 3,6%. 3,6%, ja, das ist ganz gut. Mhm. Gesamtwaldzustand hat sich um 1% eben im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert und ist ein Spezialfall. Kommen wir dann auch nochmal in einem separaten Video dazu. Niedersachsen, ganz viel tote Fichte. Das war es aber auch. Der Rest im Wald sieht relativ gut aus. Auch hier wieder gibt es die Unterscheidung zwischen jungen und alten Bäumen, alte Fichte 34%, auch ganz viel tot, junge Fichte 29%, da auch ganz viel tot, Kiefer 13-18%. So, und da Niedersachsen sehr viel Kiefer hat, kommt es damit relativ schnell zustande, dass der Gesamtzustand von Niedersachsen, das hatte ich schon geteasert,
21% und damit Deutschlands schadärmstes Bundesland ist, weil eben die Kiefern, die dort auf trockenen Böden stehen, wo sie sehr gut angepasst sind, wo die Böden auch nicht super unglaublich krass ausgetrocknet sind und die Kiefern damit auch nicht eine Dürre erlebt haben, wie sie sie noch nie erlebt haben und sich noch innerhalb des Bereichs dessen, wo sie angepasst sind, befinden, haben sich die Kiefern hier sehr schnell erholt auch. Ja, also Kiefer hat sich auch deutlich verbessert, Kiefer hat sich nochmal um 1%, die Alten wie die Jungen, tatsächlich sogar verbessert. Und das ist das einzige Bundesland neben Brandenburg, auch da, wo die Kiefern eben im Grunde recht angepasst sind auf die entsprechenden Böden und man eigentlich denken würde, auf dem Sand kann nur eine Kiefer wachsen. Tatsächlich zeigt sich jetzt langsam wieder eben in den großen Sandbundesländern, dass auch genau das langfristig gesehen der Fall ist. Kiefer schneidet da vergleichsweise gut ab und das senkt den Gesamt, statistisch gesehen dann den Gesamtschaden von Niedersachsen so deutlich. Bei der Buche sind die gravierenden Schäden auch wieder bei den Altbuchen zu beobachten, ganz ähnlich wie im Rest von Deutschland. 31% bei den Altbuchen, nur 8% Schäden bei den jungen Buchen. Also Jungbuchen sind quasi immun gegen die Dürre, Jungbuchen unter 60. Ne? Altbuchen hingegen, man merkt es deutlich, auch wieder mit der Fruktifikation. Eine junge Buche, die wirft so gut wie gar keine Bucheckern runter, die fängt damit noch gar nicht an und damit hat sie auch eben nicht den zusätzlichen Laubverlust durch die Belastung, durchs Runterwerfen von Bucheckern. Eiche, junge Eiche so gut wie gar nicht geschädigt, gleiches Phänomen, junge Eiche macht keine Eicheln. Alte Eiche 31%, also merkbar deutlich geschädigt, aber nicht so schlimm, dass man sich Sorgen machen müsste und hat sich auch um 3% verbessert. So, jetzt haben wir ein bisschen aus den Augen verloren die Absterberaten. Ne? Hessen, insgesamt Absterberate hatte ich schon gesagt, 8%, davon 80% Fichte, also massiv. Nordrhein-Westfalen 10%, höchste Absterberate in ganz Deutschland, fast ausschließlich Fichte, aber die ist da dem Tode geweiht. Kann man wirklich winken gehen, wenn man noch irgendwo Fichten, die neben Fichten stehen, sieht, die noch stehen. Ja? Dann geht doch vorbei, winkt, macht's gut, Fichten. Nächstes Jahr werdet ihr sie da vermutlich nicht mehr sehen. Also so ist es mir auch mit vielen Fichtenbeständen, wo ich eigentlich gedacht habe, die sind noch stabil gegangen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, Rheinland-Pfalz, habe ich irgendwie übersehen, gerade stelle ich fest, naja, jedenfalls Niedersachsen, 1,1% Absterberate plus 3,3% außerplanmäßige Nutzung, so ungefähr, damit sind wir so bei etwa bei 4,5%. 4,5% ist dann vergleichsweise viel dafür, dass sie den besten Kronenzustand haben. Mit 4,5% Absterberate ist es dann nicht mehr das tollste Bundesland. Dann gehört Baden-Württemberg wieder in den Fokus rücken, die zwar eine hohe Höhe und durchschnittlichen Nadelverlust, aber nur eine sehr geringe Sterberate eben entsprechend haben und das macht es insgesamt wieder ein bisschen ausgeglichen, aber Details folgen. So, ich hätte Rheinland-Pfalz vergessen. Wir haben ganz Rheinland-Pfalz vergessen. In Rheinland-Pfalz mehr oder weniger vergleichbare Situation mit Hessen bei deutlich weniger toter Fichte, weil einfach schon weniger Fichte da war. Ja, das spielt da in diesem Zusammenhang eine größere Rolle und es hat in Rheinland-Pfalz auch ein wenig mehr geregnet. Die Buche ist schwer geschädigt, die Eiche deutlich geschädigt, aber sich wieder am Erholen, insgesamt haben wir 28,1%. Das ist 0,1% besser als in Baden-Württemberg, bei allerdings einer auch ebenfalls ziemlich geringen Absterberate. Also kann man sich jetzt kloppen, ob Rheinland-Pfalz nicht eventuell dann tatsächlich doch der Sieger ist. Ich habe aber in Rheinland-Pfalz keine Angaben gefunden zu außerplanmäßiger Nutzung. Also Bäume, die nicht von alleine abgestorben sind, sondern abgesägt wurden, weil sie sonst sowieso gerade dem Tode geweiht waren. Ja? Und damit kenne ich die genaue Zahl, Gesamtzahl von toten Bäumen in Rheinland-Pfalz nicht und vermute, sie liegt irgendwo zwischen Baden-Württemberg und Hessen. So irgendwo zwischen, also so 4 und 5, Gesamtzahl 4 bis 5%, irgendwas um den Dreh. Aber das ist nur spekulativ, wie gesagt, die Zahlen konnte ich leider nicht finden.
Gut, dann, ja, jetzt haben wir gesagt, NRW, Quatsch, Niedersachsen ist ähnlich wie Brandenburg, weil eben die Kiefer vergleichsweise gut dasteht. Das ist also auch in Brandenburg so, mit 21% hat die Kiefer da gut, noch vergleichsweise einen guten Nadelverlustwert. Viele Kiefern sind auch tot, aber nur in manchen Regionen, in anderen Regionen sehen sie eben sehr gut aus. Brandenburg ist ein großes Bundesland, da ist der Unterschied dann gravierend. Buche hat sich in Brandenburg deutlich verbessert, das ist eine gute Nachricht. Da, wo die Buche nämlich steht, das sind die besseren Böden in Brandenburg. Und so ist es ihr dann auch möglich, eben sich auf diesen guten Böden schnell zu regenerieren. Wir haben hier ein Plus von 5%, also ein Minus sozusagen. Der Laubzustand ist um 5% angestiegen. Das ist die zweitgrößte Verbesserung für Buche nach Mecklenburg-Vorpommern. Da sind wir bei 7,5% Verbesserung für die Buche. Also in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, was per Zufall ja gerade direkt nebeneinander liegt, nein, so ein Zufall, ist deutlich, dass eben in Nordostdeutschland offensichtlich ein Gebiet ist, wo die Buche sehr vital ist, sehr große Zukunftsaussichten hat und sich mit rasender Geschwindigkeit von den bisherigen Schadereignissen wieder erholt, aber sie hat da auch nicht Bucheckern gebildet oder jedenfalls nur wenig. Ja, das kommt noch erschwerend dazu. Drum auch eben diese Geschwindigkeit der Verbesserung. Und wenn wir jetzt die Anstrengungen, die Bucheckern bilden, bedeutet, für die anderen Bundesländer mit einrechnen, kommen wir auch in den anderen Bundesländern auf ungefähr Pi mal Daumen ähnliche Verbesserungswerte, wie wir sie auch eben im Nordosten haben, wo es keine Bucheckern gegeben hat. Was uns insgesamt für die Gesamtsituation der Buche ein bisschen positiver stimmen sollte, als diese reinen Nadel-Laubverlustwerte eventuell den Eindruck vermitteln. Die Eiche hat sich auch erholt in Brandenburg um 4%, in Mecklenburg-Vorpommern nur um 0,3%. Dafür haben wir in Mecklenburg-Vorpommern auch vergleichsweise geringe Schäden bei Fichte. Da gibt es ja auch gar nicht so viel davon. Das kommt noch erschwerend dazu. In Brandenburg haben wir sogar nicht wirklich verlässliche Zahlen für Fichte, weil es da so wenig davon gibt. Und da ist das Fichtensterben eigentlich kein Problem im Nordosten. Gucken wir uns der Vollständigkeit halber jetzt mal noch Sachsen an. Sachsen hat übrigens den besten Waldzustandsbericht. Da stehen ganz viele tolle Infos drin, die ich in weiteren Teilen noch näher besprechen werde. Aber grob 26,4% Fichte. Das ist ein bisschen unterdurchschnittlich vom gesamtdeutschen Bild, aber nur geringfügig, also ziemlich durchschnittliche Situation für die Fichte. Ordentlich Schaden bei 25,1% bei der Kiefer, aber auch nichts so gravierendes, dass man sich Sorgen machen müsste. Gleiches gilt für Buche, nur 24,5%. Das ist ein guter Wert. Sie hat ein bisschen fruktifiziert und das deckt sich so insgesamt mit der Gesamtsituation in Deutschland, also auch realistisch. Eiche steht leider mit 32,1% ganz schlecht da. Noch schlimmer geht es der Eiche nur in Thüringen mit 42,8%. Also in der Ecke Sachsen-Thüringen, Sachsen-Anhalt sieht ähnlich aus, aber das habe ich jetzt nicht explizit aufgeführt. Da muss man sich um die Eiche dann als einzige Ecke Deutschlands wirklich ein bisschen Sorgen machen. Im Rest von Deutschland hat sie ja deutlich sich wieder erholt, aber da im mittleren Osten, ja, Nord-Süd technisch gesehen Mitte und dann nach Osten, da sieht es für die Eiche wirklich relativ übel aus, obwohl sie eigentlich trockenheitsresistenter sein sollte als die Buche. Und es ist eine sehr trockene Ecke derzeit. In Sachsen beträgt das Niederschlagsdefizit fast 400 Milliliter an Wasser, was da nicht da ist im Boden. Das ist mehr als die Hälfte eines durchschnittlichen Jahresniederschlags. Das heißt, es müsste ein Jahr geben, in dem es mehr als die Hälfte mehr regnet als normal in Sachsen. Das würde dazu führen, dass da quasi nur Kackwetter sein dürfte ein Jahr lang, um das wieder auszugleichen. Da das sehr unwahrscheinlich ist, dass das passiert, kann man in Sachsen noch für lange Zeit damit rechnen, dass es da massiv an Wasser fehlen wird und sich das in den Wäldern, die zwar Dürre angepasst sind, bemerkbar machen wird. Und leider nach den aktuellen Zahlen zu urteilen,
auch sehr bei der Eiche. Also gesamt haben wir eine Verschlechterung um 3% des Waldzustandes auf 26,1% Gesamtnadelverlust. Und die Absterberate in Sachsen ist ganz schwer zu fixieren. 3,7% Bäume wurden tot angetroffen. Seit aber 2018, wenn man jetzt die Jahre zusammennimmt, seit dem großen Schadanfall von 2018, habe ich auch eine schöne Zahl gefunden, hat die Waldfläche in Sachsen um 12% abgenommen. Das ist gravierend. Das ist alarmierend gravierend und einen so hohen Verlust an Waldfläche gab es in Sachsen eben nicht mehr, seit man da massiv abgeholzt hatte, weil man Brennholz brauchte. Also seit 1600 Ungrad, sage ich jetzt mal grob. Spätes Mittelalter, frühe Neuzeit, irgendwie so in dem Bereich. Ja. Und das ist deswegen auch besonders dramatisch, weil Sachsen das Bundesland ist, das die nachhaltige Waldnutzung erfunden hat. Wenn man das einem Bundesland zusprechen darf, dann Sachsen. Freiberg, um genau zu sein, wer da zufällig herkommt oder weiß, wo das ist. Thüringen. Ja, Thüringen ist absoluter Spitzenreiter in Sachen Katastrophalität. 28,7% bei Fichte klingt nicht so schlimm, aber die sind anderen, die halt keinen Nadelverlust haben, sind alle tot. Kiefer 34%, also hoch, hoch, hoch. Buche 36,8. Also ein Wert, wo man normalerweise, wenn es jetzt nicht Buche wäre, tatsächlich sagen müsste, das ist ein Zeichen für stirbt da aus. Ja, aber bei starker Fruktifikation, nochmal die Sache damit. Und Eiche 42,8%, der nächste andere Baum, der eine derartig katastrophale Zahl irgendwo vorzuweisen hat, ist die Esche, die ganz klar zu 99% sowas um den Dreh wirklich aussterben wird. Ja, also das ist bei der Esche überhaupt kein Thema, wegen einem Pilz, der sich kleines weißes Stängelbecherchen nennt, das Eschentriebsterben. Dazu hatte ich schon häufiger mal was gemacht und häufiger drüber gesprochen, aber normalerweise ist die Esche wirklich ein super Indikator. Die Zahl, die bei der Esche steht, ist die Zahl eines Baums, der gerade am nahezu aussterben ist. So, und diese Zahl ist leider identisch mit der Zahl, die bei der Eiche in Thüringen steht. Und das macht einem wirklich, wirklich, wirklich Angst, zumal im ersten Moment nicht erkennbar ist, warum die Eiche in Thüringen solche Probleme haben sollte. Und ich werde mich da selber auch nochmal noch einen Ticken mehr in die Thematik einlesen müssen, um wirklich zu kapieren, was da mit der Eiche in Thüringen los ist, weil ich habe da nicht allzu tolle Daten und allzu viele Zahlen zur Situation in Thüringen. Böse E-Mail gefunden. Ja, aber an dieser Stelle soll es das jetzt mit dem groben Überblick gewesen sein. Ja, also macht euch klar, wir müssen uns quasi in den meisten Bundesländern mit Ausnahme von Baden-Württemberg, Bayern, Teilen Sachsens, dürfen wir uns von Fichtenreinbeständen vollständig verabschieden. Die werden aussterben, die werden komplett alle vor die Hunde gehen. Das zur Prognose für 2021. Es geht in diese Richtung auf jeden Fall weiter. Fichte keine Chance mehr. Kiefer kleinräumig, Nürnberger Reichswald, Oberrheinebene, Bereich Karlsruhe, bisschen nördlich von Karlsruhe, in Baden-Württemberg. Das sind so Gegenden, wo es viel Kiefer gibt, wo sie auch mit Sicherheit langfristig aussterben wird, wo man sich große Gedanken machen muss, was man alternativ da eigentlich hinpflanzt. Eine Rolle spielen könnte Roteiche. Eine Rolle spielen kann in jedem Fall Robinie als Notlösung, wenn einem wirklich nichts Besseres einfällt. Und andere tolle Ideen habe ich dazu momentan auch nicht. Da bin ich nicht ganz alleine mit gewisser Ratlosigkeit innerhalb von Fachkreisen, was das angeht. Die Buche kann offensichtlich sich sehr schnell erholen, wie wir im Nordosten sehen. Sie kann aber auch enorm hohe Schadenszahlen zeigen, wenn sie gleichzeitig noch fruktifiziert. Das sehen wir in Baden-Württemberg, das sehen wir in Thüringen, das sehen wir auch in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, so ein bisschen, ja.
pure Hauptsorgenkind, weil man da einfach am wenigsten weiß, was wird passieren, wie wird sich die Buche entwickeln. Bei der Eiche weiß man schon länger, dass sie auf manchen Standorten größere Probleme bekommen wird. Die Deutlichkeit, mit der das allerdings derzeit in Thüringen der Fall ist, kann einem sehr, 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 sehr große Sorgen, was die Eiche angeht, nochmal machen. Andererseits Hoffnungsträger ist natürlich die enorme Regenerationsgeschwindigkeit, die sie beispielsweise in Baden-Württemberg zeigt, und auch sonst deutschlandweit hat sich die Eiche ja im Vergleich zu 2019 um 1, 2, 3 oder auch mal 4% verbessert. Also insgesamt deutliches Plus für die Eiche. Was die Gesamtverbesserung angeht, ist die Eiche auch die Gewinnerbaumart unserer vier Hauptbaumarten über Deutschland betrachtet. Ich gehe mal davon aus, ich habe das Gefühl und in Anbetracht dessen, dass die meisten Schäden an Eiche auf Insekten basiert haben, sind, die da dann gefressen haben, die jetzt deutlich zurückgegangen sind, mit denen im nächsten Jahr auch nicht mit einer weiteren Massenpopulationssteigerung zu rechnen ist, kann natürlich trotzdem passieren, aber ist eher unwahrscheinlich, dass das so oft hintereinander zu Massenvermehrungen kommt. Und damit wird sich wahrscheinlich die Erholung bei der Eiche fortsetzen. Buche, da wo sie jetzt nochmal viel fruktifiziert hat, wird es nächstes Jahr erfahrungsgemäß wahrscheinlich nicht tun. Das heißt, wir haben hier auch eine deutliche Erholung der Buche 2021 zu erwarten. Und nochmal Kiefer und Fichte, wo sie nicht im Reinbestand wegstirbt. Kiefer speziell im norddeutschen Tiefland hat sich ja enorm erholt. Es ist anzunehmen, dass sich auch da dieser Vorgang weiter fortsetzen wird und die Kiefernbestände Niedersachsens und Brandenburg, sofern sie nicht abbrennen, das ist ein anderes Problem, werden sicherlich auch von der reinen klarkommen mit der Dürresituation sich tendenziell auch wieder verbessern. Ist stark anzunehmen. Wird es ein gutes Jahr, wird es ein schlechtes Jahr 2021? Naja, bisher sind die Prognosen für den Gesamtwinter positiv. Er soll kalt, nass, schneereich, wo überhaupt mit Schnee zu rechnen ist, sein. Ob das stimmen wird, wissen wir noch nicht. Bisher sieht es gut aus. Also das Jahr hat sehr gut angefangen, hat mit vernünftigen Januartemperaturen angefangen, hat mit schönen Niederschlägen angefangen, so insgesamt deutschlandweit. Auch der Dezember war nicht allzu schlecht, sage ich jetzt mal. Also Gesamtwinter, der auch schon im November in manchen Regionen schon mit ein bisschen Winter angefangen hat, auch wenn der November als solches insgesamt zu warm gewesen ist, aber es gab auch so Ansätze von Winter. Bisher sieht der Winter jedenfalls erheblich besser aus als der Winter 1920, weil der war nicht existent. Das war eine Katastrophe, dass wir da so gar keinen Winter bekommen haben. Trotzdem erstaunlicherweise eben ein Rückgang von Schadinsekten bei vielen Laubbäumen stattgefunden hat. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie einfach weggefressen hatten, was sie gefunden haben, dann viele von ihnen verhungert sind, weil es einfach zu viele waren, um alle satt zu werden und damit die Population ein bisschen eingebrochen ist. Ich werde auch da noch ein bisschen recherchieren, ob ich noch ein bisschen Näheres dazu erfahren kann, warum denn die Insekten Schäden dieses Jahr nicht so hoch gewesen sind. Da habe ich einige Texte, die ich mir noch genauer angucken muss. Und wenn der Winter weiter so weitergeht, wie er aktuell aussieht, wird es zu einer weiteren Verbesserung der Waldsituation kommen. Also anzunehmen ist, abgesehen von Fichte, Kiefer, wo Kiefer stirbt, auch ausgenommen eben die Brandenburg, ne, Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, Kiefer. Buche wird sich erholen, Eiche wird sich erholen, Tanne wird sich mit Sicherheit weiter erholen. Wie sieht es mit den zusätzlichen Baumarten, den alternativen Baumarten aus? Die Douglasie zeigt nach wie vor eine gute Anpassung gegen Dürre, gut, nicht sehr gut. Das müssen wir schon hervorheben. Douglasie hat langsam auch, gerade wenn sie geschwächt ist, durch geringe Wasserversorgung mit Krankheitserregern, Insekten und Ähnlichem zu kämpfen. Aber steht immer noch besser da als vergleichbare andere Baumarten.
Ja, also sie ist nicht Superman und auch nicht unzerstörbar oder sonst was, wie ihr das manchmal angedichtet wurde, aber die Baumart kann nichts für ihren zu guten Ruf. In der Wissenschaft hat man ihr nie diese Eigenschaften unterstellt, die manchmal in der Praxis von dem einen oder anderen Forstwirt, Förster und so weiter ihnen unterstellt worden sind, und damit überrascht uns nicht, dass sie zwar sehr gut, aber eben nicht super großartig krass abschneidet. Sie ist also damit nach wie vor eine große Option in Regionen, wo man Douglasie anbauen kann. Ist es nach wie vor eine Idee, das auch zu tun. Und aus wissenschaftlicher Sicht enttäuscht sie nicht und bleibt eine hochproduktive, sehr zukunftsfähige Baumart. Robinie hat keine Probleme, war auch nicht zu erwarten. Das Zeug ist Unkraut, ne? Das vergeht nicht. Kirschen sehen noch gut aus, Nüsse sehen vergleichsweise noch gut aus, Ahorner. Spitzahorn in Ordnung, aber der wird auch nicht im großen Umfang angebaut. Bergahorn, tja, mit der Dürre ist er noch einigermaßen gut zurechtgekommen. Linde hat er übrigens auch noch mal sehr gut abgeschnitten, müssen wir noch mal kurz zur Kenntnis nehmen. Aber der Bergahorn hat dafür diese blöde Rußrindenkrankheit inzwischen, inwiefern die noch weiter um sich greift und beim Bergahorn zu einem Problem werden wird, muss man sehen. In den nächsten 20, 30 Jahren ist es sicherlich noch nichts. Derzeitiger Stand kann sich auch noch ändern. Nicht damit zu rechnen, dass das zu großen Problemen beim Ahorn führen wird, aber ansonsten müssen wir mal gucken. Was man noch zur Kenntnis nehmen muss, ist die Birke. Birke kommt ja ruckzuck überall hin, wo gerade ein Stück Boden frei ist. Aber Birke kommt nicht damit klar, wenn sich innerhalb ihres Lebens die Wasserversorgung drastisch ändert. Heißt, die Birke keimt und weiß, es ist nass. Dann kommt sie mit nass wunderbar zurecht. Die Birke keimt und weiß, es ist trocken. Dann kommt sie mit trocken wunderbar zurecht. Kriegt sie dann irgendwann im Laufe ihres Lebens das andere Extrem zu spüren. Also entweder auf dem nassen Standort wird es plötzlich trocken oder auf dem trockenen wird es plötzlich nass. Dann hat sie ein Problem und geht ein. Das hat sich in den letzten Jahren auch gerade bei älteren Birken deutlich gezeigt, bei denen eben ihre Standortsbedingungen massiv geändert, gewechselt ist, haben wir auch viel tote Birke zu beklagen. Aber um Birke muss man sich jetzt in Sachen Aussterben oder weniger Vorkommen von Birke wenig Sorgen machen, weil wenn die irgendwo hochkommen, wo es trocken war, wo es trocken weiter sein wird, dann ist das auch kein großes Thema, wie trocken es da ist. Ja, weitere prominente Baumarten fallen mir jetzt gerade nicht ein, die man noch besprechen müsste. Und dann soll das jetzt der zwar immer noch sehr lange und sehr ausführliche, aber nicht ganz so krasse wie das, was noch kommt, Teil des Jahresrückblicks 2020 gewesen sein. Ausgewählte Details und Spezialergebnisse der Bundesländer, die wir jetzt erwähnt haben, dann in weiteren Teilen und eine nähere Prognose. Mache ich dann nochmal in einer kurzen Zusammenfassung, dann auch wirklich als kurzes Video für diejenigen, die den ganzen Kladderadatsch nicht gucken wollen, ganz am Schluss. Ich bedanke mich, hoffe, die Lichtsituation und Akustiksituation, wie ich es jetzt hier ausprobiert habe, war einigermaßen zufriedenstellend. Wenn nicht, teilt es mir mit und sagt mir, was ich anders machen soll. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und macht es gut. Und dann hoffen wir, dass 2020, 2021 wirklich alles besser wird. Ja.